Wir sind zu Besuch bei Tamara, Gräfin von Neuhaus und ihrem Nachwuchs. Darf ich vorstellen? Louis, heute genau 3 Monate alt und ziemlich hungrig. Der kleine Louis ist der ganze Stolz von Tamara von Neuhaus. Es ist ihr 2. Sohn mit dem bekannten Promi-Medienanwalt Alexander Graf von Kalkreuth. Graf und Gräfin, beide sind sie in ihrem Beruf erfolgreich. Tamara berichtet normalerweise als Society-Expertin aus der Welt der Reichen und Schönen. So kennen wir sie. Stets glamourös gestylt, genießt sie Auftritte im Rampenlicht. Jetzt gilt aber Kinderzimmer statt roter Teppich. Wir dürfen das Mutterglück 3 Monate nach der Geburt exklusiv beobachten. Ich genieße das total. Es macht richtig Spaß. Es erfüllt einen total. Man ist ganz entspannt und gelassen. Und ich muss sagen, Louis ist auch echt ein ganz braver. Tamaras Familiennest liegt im schicken Berliner Stadtteil Charlottenburg. Auf 230 Quadratmetern mit großem Garten haben sich Tamara und ihr Ehemann vor 3 Jahren eine Wohlfühloase geschaffen, schlicht und elegant eingerichtet. Der 38-jährigen Moderatorin ist es wichtig, erst einmal voll und ganz für den Nachwuchs da zu sein. Ich habe das ganz bewusst gemacht mit der Babypause. Erst hatte ich gesagt, 3 Monate, jetzt sind es ja schon 4 Monate. Aber weil ich das wichtig finde. Ich glaube, gerade so die ersten Wochen und Monate ist es ganz wichtig, dass die Mami rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und jetzt muss sie gleich für 2 Herzbuben sorgen. Der 3-jährige Maximilian ist nämlich aus dem Kindergarten zurück und will gemeinsam mit Mami und Brüderchen Louis kochen. Und jetzt noch eine große. Eine große, gut. 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 Ich koche gerne, aber ich habe halt nicht immer die Zeit und die Muße dazu und dann sind es halt oft auch nur Spaghettis. Aber meine Kinder und auch mein Mann, die sind echt dankbare Esser. Die finden alles gut, was ich denen auf den Tisch stelle. Maximilian findet es richtig gut, einen kleinen Bruder zu haben. Statt Eifersucht bewegen den 3-Jährigen ganz fürsorgliche Gedanken. Er ist ganz süß mit ihm. Also letztens waren wir im Café, mein Mann und ich, und der Kleine hat geschrien. Und Maximilian ist hingegangen, hat ganz professionell den Kinderwagen geschuckelt und hat dann gesagt, Louis, ich bin doch da. Auch wenn man es der Moderatorin nicht ansieht, ein paar Schwangerschaftspfunde hat sie noch immer zu viel. Unter Druck setzen lässt sie sich deswegen aber ganz bestimmt nicht. Bei mir haben auch einige gefragt, die mich da noch nicht gesehen hatten. Und wieder Babybauch und alles weg und so. Und dann denke ich mir, darum geht's doch gar nicht. Also man hat 9 Monate, fast 10 Monate das alles aufgebaut. Und das kann nicht innerhalb von 2 Wochen dann alles weg sein. Tamaras 2 Personal Trainer sind Louis und Maxi. Beim täglichen Spielen purzeln sicher auch die letzten 4 Kilo ganz schnell. Oder bei ausgedehnten Spaziergängen wie hier auf einem Landsitz bei Ermlitz nahe Leipzig. Dieses barocke Gut mit über 2 Hektar Anwesen wird von ihren Schwiegereltern bewirtschaftet und instand gesetzt. Wir kommen eigentlich fast jedes Wochenende hierher, weil wir ja jetzt 2 Stadtkinder haben, so mitten in Berlin. Und da tun wir uns so ein bisschen schwer, weil wir beide auf dem Land groß geworden sind. Und hier ist es halt wunderbar, hier gibt es einen riesigen Park und hier ist Natur pur. Das Herrenhaus stammt aus dem 18. Jahrhundert. Tamara erlebte hier ganz besondere Momente. Hier hielt ihr Mann um ihre Hand an und im ehemaligen Kuhstall feierten sie Hochzeit. Auch die Mauern des 200 Jahre alten Ballsaals wurden schon Zeuge bewegender Momente. Der Raum sieht momentan noch ein bisschen leer aus, aber hier kann man richtig schön feiern. Hier haben wir die Taufe von Maximilian gefeiert und bald wird hier auch das Tauffest von Louis stattfinden. Und das Schöne ist eigentlich, dass dieser Raum auch öffentlich genutzt werden kann. Also hier können alle feiern, die Lust haben, Party zu machen. Jetzt aber zurück nach Berlin-Charlottenburg, denn ihr Allerheiligstes hat Tamara uns vorenthalten. Willkommen im Frauenparadies. Hier ist mein absoluter Lieblingsplatz, meine Schatzkammer. Ich hätte das gerne noch alles für euch sortiert. Das ist immer so mein Traum, dass man alles nach Farben auf Kante sortiert hat. Och, wir gucken uns auch ohne Farbsortierung sehr gerne Tamaras Schätze an. Dabei verrät uns die Moderatorin, dass sie einen Schuhtick hat mit über 100 Paar und nicht nur teure Designer trägt. Ich liebe es zu kombinieren. Also, und es freut mich immer wieder, wenn ich dann was ganz Günstiges gefunden habe bei Zara oder H&M und dann die Leute sagen, wow, toll, was ist das denn? Und dann sage ich, das ist H&M. Oh. Also da rechnen oft viele nicht mit und ich finde es eigentlich, das macht Spaß. Egal ob in teuer oder günstig, wir freuen uns, wenn Tamara bald wieder als Moderatorin vor der Kamera steht.